Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Resident Evil 3. Freunde, Jill ist endlich aufgewacht und ja, sie hat eine neue Waffe und sie hat den Virus überlebt, G18. Oh, Feuerstoßmodell. Nee, ich finde die nicht gut. Ich fand die nie gut. So, warte mal, das kommt erstmal weg. Erstmal ein bisschen Platz machen im Inventar, Freunde. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Wir das Krankenhaus erkunden wollen. Erstmal hier, bam. So, das sollte eigentlich reichen. Fürs Erste, denn ich habe nämlich gerade mal vor der Aufnahme auf die Karte gelunzt. Wir können nämlich auch noch das Krankenhaus so ein bisschen erkunden. Normalerweise müssten wir jetzt hier hin, aber wir können das auch noch erkunden. Da sind nämlich noch ein paar Bereiche rot. Da werden wir jetzt Sunshine, you saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? He went underground. Bard stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Junge, du hast ja gar keine Ahnung, Tyrell, was bei Jill alles durchmachen musste. Okay. Und was Jill eigentlich alles durchmachen musste. Ernsthaft, hier steht ein Zombie. Warte, ich mach schon mal die Tür hier auf. Und soweit ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist, wenn alle Kisten geöffnet sind, brauchen wir den Dietrich nicht mehr. Bam, Junge, durch die Blume durch. Okay, der ist tot. Ich weiß, hier hinten war eine Kiste, die holen wir uns jetzt mal. Jawohl. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir da hinkommen, wo Carlos meinte, da geht's nicht lang. Ich glaube, Jill kann. Oh, Magnum-Munition. Es gibt Magnum in dem Spiel. Nice. Na gut, ein Resident Evil ohne Magnum oder Raketenwerfer ist kein Resident Evil. Seien Sie doch mal ehrlich. So. Ja, hier haben wir alles. Okay. Das heißt, da ist noch was. Ah, da ist ja noch ein Spind, ne? Laboreingang. Okay, da gehen wir jetzt erstmal rein. Hallo, kommt hier ein Hunter? Wie ist denn der da durchgekommen? Weil die Scheibe ist doch ganz. Täusche ich mich oder habe ich gerade einen Charlie-Kopf gehört? Ja, Nikolai. Okay, das war's hier. Da hinten ist auch nichts mehr für uns. Obwohl, nee, komm, lassen wir da. Bin gerade am Überlegen, ob ich nicht hätte den Safe für Jill lassen können. Ja, Innenhof. Okay, da liegt noch was. Yo, nee, ist okay. Bäm, Junge, wie im ersten Teil. Einfach nur 3 Schuss, Rundlinte nicht richtig gesetzt und die sind tot. Aber fraglich, wie der mich immer noch töten konnte. Granaten, okay, was heißt das mit den Granaten? Sollen wir das was sagen, Spiel? Okay, haben wir alles? Okay, dann auf geht's. Auf, ich schon auf. Dann erkunden wir mal das Krankenhaus. Ich nehme lieber mal die Schrotflinte mit. So, wo haben wir denn noch nichts? Gehen wir mal hier rein. Ich
Wette, jetzt stehen sie alle auf, ne? Okay. Okay. Schrotflintenmunition. Sehr nice. Sehr nice. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Kein Sprengstoff? Gut. Also laufen wir jetzt eigentlich nur rum, um die Reste abzuholen. Obwohl, wer weiß, was für Geheimnisse hier auf uns warten. Also wir gehen jetzt erstmal... ja, in die Schwesternstation, dann ins Krankenzimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob der aufsteht. Okay, sieht ein bisschen komisch aus mit dem Kopf. So, was liegt hier noch für mich? Hochwertiges Schießpulver. Das hebe ich mir schön auf, denn... in einem Dokument steht da drin, mit dem Schießpulver, wie man das macht. Und wenn ich da hochwertiges Schießpulver mit hochwertigen kombiniere, habe ich die Möglichkeit, Magnum-Munition zu machen. Und ich werde mir so viel Magnum-Munition machen, wie es geht. Und ich habe nämlich mal auch in den Herausforderungen ein bisschen rumgeschnüffelt. Und zwar können wir das nämlich so machen. Für gewisse Herausforderungen müssen wir Gegner töten. Einmal mit Pistole, mit der Schrotflinte. Knacken sie alle Safe Schlösser und Tresore in den Dings? Okay, wir brauchen den Dietrich nicht mehr. Okay, okay, okay. Was ich sagen wollte. Und zwar... müssen wir eine gewisse Gegneranzahl mit gewissen Waffen töten. Und da stand auch da, dass man 20 Zombies mit der Magnum platt machen soll. Und da werde ich gucken, sobald ich die habe, dann werde ich das ausnutzen. Wo ist denn jetzt hier was für mich? Ach hier, Sprengstoff A. So, da haben wir jetzt hier oben alles. Also müssen wir jetzt in den Innenhof, okay. Hier noch ein Hunter oder so? Nein, da gehe ich jetzt nicht durch. Wir probieren es mal. Einfach Robin, Robin, Robin. So. Oh, Jill, das tut auch weh. Oh, du bist ja hart im Nehmen. Die Magnum! Jawoll! Bam! Sammeln Sie in der Kampagne alle Waffen. Sorry, das hat immer wieder... So, damit können wir jetzt... dadurch. Mal sehen, was die kann, die Magnum. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen da wieder hin. Boah, das sieht schon badass aus, wie sie die Magnum hält. Normalerweise müssten doch die Zombies One-Shot sein. Eigentlich ist das keine gute Idee. Hier kann immer wieder was kommen, ne? Sag ich doch. Bam, Junge. Einer von, weiß ich nicht, 20, 80 Gegnern. Okay. Boah, wie voll Blut die ist. Okay, wir müssen jetzt hier runter, alles klar. Ist hier irgendwas?
Pistolenmunition. Vor allem, ich habe ja so viel Schießpulver, ne, und so. Ich versuche ja sowas eigentlich immer zu sammeln. Mir hat mal einer gesagt, wenn du am Ende eines Resident Evils noch einen Schuss Pistolenmunition übrig hast, dann machst du was falsch. Verstehe ich zwar nicht, aber... Oh, wo sind wir denn hier? Okay, das Umbrella-Logo? What is the place? Erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Da sage ich doch, hier. Ist hier oben was? Ich höre irgendwas. Ich höre hier was. Okay, wo ist das? Da, hier. Das meinte ich. So, das müsste jetzt gewesen sein. Ja. Oh nein, ich kenne doch so ein Areal. Das ist doch so ein typisches Boss-Dingen. Ich versteck mich mal. Ich habe Angst im Dunkeln. Kommt hier irgendwas? Hallo? Oh, anscheinend doch. Ah ja. How is it no one in the hospital ever noticed all this? Ich mich auch. Ich sehe das Kraut da hinten. So, was ist das jetzt hier? Oh, mein Inventar ist voll. Ich brauche ein Safe Point. Oh, Jill, das sieht richtig badass aus mit der Magnum. Alles okay. Okay. Inventarerweiterung. Bam, letzte Tasche, okay. Nee. Fahrstuhlnotiz. An alle Mitarbeiter, wir haben ein Problem mit den Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und dann den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Soll das eine Spielung sein, oder? So, wir machen erstmal Platz im Inventar. Na, nee, dich lasse ich mal. Jetzt will ich mal was probieren. Oh, mehr habe ich nicht. Okay. Dann machen wir erstmal mit der Pistole weiter. Oh, da ist Nikolai. Die kleine Pissflinte. So, ist hier irgendwo. Hier ist doch irgendwo was. Bisschen Angst im Dunkeln. Na, war ja klar. I must admit, I respect your tenacity. But I'm afraid our games end here. You think this is over? Komm her, du. Der fällt ein Palehead. Alter, die haben die nicht ernsthaft hier eingebaut. Ich hasse die Paleheads. Ich fand die in dem DLC von Resident Evil 2 Remake, fand ich die so mies, weil... Genau das. Die können sich nämlich regenerieren, die kleinen Scheißer. Wo sind wir hier? Lagerraum? Okay, da haben wir schon mal einen Teil der Sicherung. Meinen die hier? Ja. Moment, so nicht, Kollege. Was haben wir hier? Pistolenmunition und
Schrotzenmunition, okay. Warum? So, ich krieg da noch einen Call-Out. Ich nehme mal die Schrotflinte. Ich gehe erstmal hier gucken, ist hier irgendwas für mich? Ein Doggy! Scheiße. Noch einer. Bam, Junge. Ich hab zwei Schuss versiebt. Leck mich, Spiel, ey, echt. Okay. Oh, komm schon. Ein Zombie. Ach so, ich muss dich selber bewegen. Okay. Was? Geht das? Ist hier sonst noch irgendwo was? Aber irgendwas muss hier noch sein. Da, ich sehe einen Koffer. Ist hier sonst noch irgendwo was? Was haben wir denn hier? Oh, Munitionshalter, Schrotflinte. Spezialzubehör ermöglicht schnelleres Nachladen. Na, das hört man doch gern. Auf geht's. Hier noch irgendwo was? Damit ich endlich mal alles hab hier? Ne. Ach, irgendwas ist hier noch, okay. So. Ich sehe aber schon, die Zeit ist gleich um. What? Meine Heilung ist im Eimer. Ist das, weil der Hunter mich getroffen hat? Ach ne, hier war ich doch schon. Ich muss durch die Tür, kann das sein? Ja, nee, ist klar. Noch ein Palehead, ich werde gekloppt. Oh, was haben wir denn da? Mitarbeiternotiz. 12. September, im Nest 2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche. Entsorgt 60 männliche, 89 weibliche. Also N2 steht für Nest 2, ne? Ja, das wird aber erst später aufgeklärt. Ich weiß aber schon, was das heißt. 15. September, in Nest 2 aufgenommen. 55, 19 männliche. 52 weibliche. Entsorgt, 76 weibliche. Zurückgebracht, 8 weibliche, nicht infiziert. 22. September, zu Nest 2. 25, 22 und 15 männliche. 21, 29 weibliche. Entsorgt. Entsorgt 6 männliche Exemplare, 9 weibliche. Entsorgungen nehmen täglich zu, präventiv alle über 30 Jahre entsorgt. 24. September, nächtlicher Transfer der Schwester beobachtet. Aufnahme in Untergrundeinrichtung zeitweise ausgesetzt. Okay, hier ist irgendwo was. Ach, hier. Meine liebste Munition. Sonst noch was? Nö, dann war's das hier alles. Okay, ja gut. Oh. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann holen wir uns die anderen zwei Sicherungen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Ja, ja, so, so. Ich glaube, ich werde mit mehr als genug Pistolenmunition rausgehen aus dem Spiel. Ja, wie das Ganze weitergeht, wo wir die letzten zwei Sicherungen finden, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Freunde, ich wünsche euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.